Hallo, hier ist Papa Noob. Heute ist Freitag, der 27.10.2017 und ich habe Super Mario Odyssey bekommen. Ich habe es jetzt gleich mal angeworfen, nachdem ich erstmal 3 Stunden warten musste, weil König Käsebrot erstmal getestet hat. Ich habe allerdings keine Ahnung, was der genau gespielt hat. Ich war in der Zeit nicht anwesend. Ich gehe hier also mal wieder vollkommen hilflos rein. Was ist das? Start? Start im Hilfemodus. Also ganz ehrlich, mein erstes Let's Play war ja Zelda und da habe ich gleich den Master-Modus genommen, also Breath of the Wild. Jetzt wäre ich ja fast geneigt, den Hilfemodus zu nehmen, aber das wäre dann doch zu noobhaft. Also nehmen wir mal den hier. Yo, ich hoffe, ihr habt euch mein Unboxing angesehen und jetzt halte ich erstmal kurz die Klappe. Im Himmel über dem Pilzpalast. Ich kann jetzt doch nicht die Klappe halten. Also ich muss sagen, die Grafik finde ich wirklich, verzeiht mir den Ausdruck, arschgeil. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, dass bei Mario am roten Pullover sogar die einzelnen Fäden zu erkennen waren. Bist du etwa eifersüchtig, Mario? Mal ganz ehrlich, was willst du mit der? Die kannst du zum Frühstück essen, die halbe Portion. Böser Bowser. Oi. Ja, das habe ich gemeint. Bei der Nahaufnahme der Mütze eben hat man auch jeden einzelnen Faden gesehen. Also von der Grafik her finde ich das einfach Nintendo. Ich finde es einfach super. So, wo sind wir denn hier? Was ist das für ein komischer Untergrund? Ah, ein Tutorial. Das ist für mich natürlich ideal. Okay, umsehen, das ist nicht schlecht. Was ist denn das hier? Das sieht aus wie ein Filzstoff oder so ein Quark. Da hinten ist ein dicker Hut. Da schwebt auch ein Hut. Okay. B ist springen. Warum eigentlich B? A wäre mir lieber. Moment mal, ich check mal. Hey, auf A springe ich auch. Ich springe auf A und auf B. Dann nehme ich mit meinen großen Wurstfingern lieber die A-Taste. Guckt euch mal das an, wie die einzelnen Fusseln da fliegen. Ja, jetzt wollte ich gerade mit dem Parasegel runtersegeln. Ich muss mich jetzt erstmal dran gewöhnen. Wow! Kein Hüpfen, geil. Ich muss mich jetzt erstmal dran gewöhnen, dass das hier kein Zelda mehr ist. Wer ich bin? Ich. Dong, 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 dong. Na, und kriegst du denn immer noch kein Kopfweh? Na, das reicht. Hm? Ach, die Geräusche. Wusch. Okay. Sieht eigentlich alles ganz cool aus. Was bist denn du? Komm raus, kleiner Hut. Tut dir doch nichts. Oh, du hast meine kaputte Mütze. Tut mir leid, dass ich abgehauen bin. Ich bin etwas schreckhaft. Ich habe gesehen, was für ihn passiert ist. Alles gut bei dir? Lieber Hut. Du bist hier im Hutland. Wir wurden gerade vom selben Ungeheuer angegriffen, das dir so übel mitgespielt hat. Das Schlimmste ist aber, dass es meine kleine Schwester entführt hat. Och, was ist das denn? Ein ängstliches Krönchen. Bling! Ich wollte eigentlich ein Schiff klar machen um diesem Ungeheuer hinterher.
Aber unsere gesamte Flotte wurde während des Angriffs vernichtet. Ja, es qualmt ein bisschen noch, aber Schiffe sehe ich keine. Ich meine, wir sollten im benachbarten Land noch ein Schiff finden. Von der Spitze des Hutturms komme ich da bestimmt hin, aber die Schergen des Ungeheuers versperren den Weg. Wir kämpfen für dieselbe Sache, nicht? Wir sollten uns zusammentun. Mal sehen, ob wir... keine Ahnung, wie die heißt, und Peach aus der Klemme helfen können. Ich habe keine Mütze. Dein Ernst? Oh, come on. Nicht so dein Stil? Nö. Ninja. Wie wär's hiermit? Cool. Ach, deswegen sind immer die Augen auf den ganzen, auf der ganzen Werbung drauf. Wisst ihr, Leute, ich wollte einfach das total blind spielen und mit Y kannst du mich werfen, versuch's doch mal. Okay. Okay, die Taste ist jetzt wieder blöd. Ah ja. Ihr braucht nicht B und Y, ihr könnt auch A und X nehmen anscheinend. Gut, was wollte ich sagen? Ich hab, Ah ja. Ich hab mir nichts angeguckt vorher. Also keine Let's Plays von anderen, keine Trailer, kein gar nichts. Weil ich, doch, einen Trailer habe ich gesehen, wo man die Cappy wirft, wo er in, irgendwo in der Stadt rumrennt. Wobei das Design hier gefällt mir eigentlich viel besser. Weil ich wollte da eigentlich vollkommen blind rangehen. Irgendwie mag ich das, wenn ich so, vollkommen ahnungslos da rangehe. Oh, Münzen. Ich weiß nicht, für was sie gut sind, aber wir sammeln sie mal ein. So, was haben wir denn hier? Nix drin. Oh, da geht's noch runter. Naja, kann man ziemlich Kleinholz machen. Gefällt mir. Ich habe 64 Münzen, ist das gut? Ah ja, und Pausa-Plakate kann man abreißen. Cool. Oh, da ist noch eine Kiste. Also ich muss sagen, ich bin der miserabelste Mario-Spieler der Welt. Im, wie hieß das Ding? In dem Mario für die, Wii? Ah, da habe ich eigentlich... Oh, guckt mal da rein. Verdächtig, verdächtig. In dem Mario für die Wii, da habe ich eigentlich, so die ersten zwei, drei... die ersten zwei, drei Level geschafft. Andersrum. Und das war's dann im großen Ganzen. Ha, Hilfe, wo ich hin? Das war's dann im großen Ganzen. Das Mario für die Wii U bin ich auch eigentlich nicht über die ersten zwei, drei Level hinausgekommen. Super Mario 3D World, darüber werfen die auch den Mantel des Schweigens. Oder so? Oder wie? Oder was? Also ich bin eine absolute Niete in Mario. Fertig aus. Das heißt, wenn ihr mal deprimiert seid, weil irgendwas nicht klappt. Wenn irgendwas nicht klappt und ihr einfach abgenervt seid, weil das nicht so funktioniert wie... Ach, guck mal, ich will klettern. Weil das nicht so funktioniert, wie ihr das wollt. Oh, guckt euch einfach meine Videos an und das baut euch dann vielleicht ein bisschen auf. Wie sehe ich denn aus? Was ist das denn? So ein Käse. Ach, guck mal, hier ist auch noch was versteckt. So, also das ist eindeutig, dass da was drin ist. Münzen. Oh, schon 110. Ich habe keine Ahnung, wofür ich die brauche. Flupp. Kuckuck. Boah, Alter, was ist das denn hier? Kann ich da runterfallen? Ach, guck mal, dahin. Wie komme ich hier hoch? Nee, da. Standardspruch, falscher Knopf. Wandsprung. Ja, das ist zum Beispiel so eine Nummer. Hey,
Ich wollte gerade sagen, ich kann keinen Wandsprung, aber das war ein Wandsprung. Hey, cool. Anscheinend lerne ich es doch so langsam. Ich hoffe, bei meinem Freund da oben auf dem Turm ist alles in Ordnung. Was für ein Turm? Ich sehe keinen Turm. What else? Whatever. Oder wie oder wo oder was. Also ich habe ja keine Ahnung, wo ich hier eigentlich so richtig hin soll. Ah! Also klettern kann ich mal. Springen kann ich. Okay. Alles gut. Parasegel habe ich nicht. Jedes Mal, wenn ich hier oben stehe, denke ich, wo ist das Parasegel? Ah, was ein Quatsch. Okay. So, weg mit dem Schotter. Yo. Also ist eigentlich relativ gechillt hier, das Ganze. So zum Üben. Für mich ist das ideal, so ein kleines Tutorial, um dann mal zu gucken, wie der Kram funktioniert. Ach, eine Münze. Die hüpf. Ne, hüpf. Ich muss mich noch an die Knöpfe gewöhnen, aber gut. Was ist mit dir? Willkommen in Zylindrien, dem ganzen Stolz des Hutlandes. Soll ich dir was über die Anleitung erzählen? Mal, zeig mal. Was nu? Ah, Steuerung. Ach, es gibt eine Karte. Ducken, rennen. Was? Rennen? Mit L? Aha. Schnappschuss. Hm, wozu? Amiibo verwenden. Die drei Amiibos habe ich. Sehr schön. Pause. Kamera zurücksetzen. Kamera zurücksetzen. Ach so. Damit ich wieder quasi nach vorne gucke oder so, ha? Mützenwurf. Ach, guck mal da. X oder Y. Oder schütteln. Eventuell. Gut, ich spiele mit dem Pro-Controller. Das werde ich ausprobieren. Der B-Knopf ist hier nirgends genannt. Weil mit dem kann man auch was machen. Ah ne, B oder A. Dämlich, da steht's doch. Sorry Leute. Bin doof. Basic-Aktion. Kinder, das kann ich mir doch... Okay. Karte ansehen. Wisst ihr was? Vergesst, das kann ich mir sowieso nicht merken. Lass mal stecken, Alter. Ist gut. Tschüss. So. Okay, jetzt habe ich mir den ganzen Schotter hier eigentlich mal ausgiebig angesehen. Na? So ein bisschen muss ich hier wohl noch üben. Ach, guck mal da. Na. Na. Ne. Ja, ich muss mich irgendwie wieder dran gewöhnen, welche Knöpfe ich drücken muss, aber das kriegen wir hin. Hau rums, hau rums, hau rums. Verdammt. Hey. Die haben mir Münzen geklaut. Frechheit. Ich glaube, ich bin. Die hole ich mir direkt wieder. Ich glaube, es geht los. Okay. Also habe ich mal wieder den Noob eindeutig nachgewiesen. Weil das war eine dämliche Aktion eben. Ich bin einfach zu weit gehupft. War, hilf mir nicht, ja. Na, okay, die haben wir. Okay. Schüttle den Controller, um zu werfen. Aha. Man kann das Ding auch schütteln. Oha. Und der Controller vibriert ohne Ende, Leute. Okay, das funktioniert. Wie er so süß rennt. Gefällt mir. Was ist denn das? Geh weg. Geh weg. Was für Typen. Scheint, als würden sie dich kennen und nicht mögen. Ja, meines Wissens sind das Goombas. Allerdings dachte ich, die wären orange.
Ah ja. Ja, das mit der Cappy, das scheint ganz gut zu funktionieren. Ach, guck mal da. Okay. Ich glaube... Ich glaube, so die grobe Bedienung, die einfache, die habe ich drauf. Und ich weiß jetzt nicht, warum es gerade nicht weitergeht, aber da machen wir hier einen kurzen Stopp und sehen dann im nächsten Part mal, was als nächstes kommt. Bis dann, sagt Papa Noob. Tschüss!